Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute bauen wir mit Freddy zusammen wieder einen Bus und heute reagieren wir wieder auf Dummtüsch. Was hält ein Bus aus? Die große Frage. Ich habe gerade überlegt, so eine handelsübliche Atombombe, die man nett oder sowas kauft, ja, ob das ein Bus aushält, ja, ne, bin ich ein bisschen am Zweifeln, aber... Ja, ich bin gespannt, was sie so ausprobieren. In der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir ein Video. Wieder mal. Also über bei mir gibt es sowas, ne? Handelsübliche Atombombe. Dass der heute den Geist aufgeben wird. Vielleicht kriegen wir ihn ja kaputt. Vielleicht geht es mit dem auch leider nicht. Wir müssen mal schauen. Ja, da die Temperaturen immer noch saukalt sind, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Unsere Mützen gibt es immer noch im Shop reichlich zu haben. Natürlich auch viele andere Sachen wie Schnaps, neue Pullover. Wir haben. Neue Hoodies mit Bauchtasche und hinten Mütze dran. Natürlich unsere Arbeitspullover. Viel, viel Schnaps. Oder mittlerweile sagen, auch. Wenn ihr keine Klamotten kaufen wollt, dann kauft euch Schnaps, dann wird euch auch warm. Genau, dann wärmt von innen raus. Ja. Unser Startprozedere machen. Nick, da setzt sich da rein, gibt Gas. Stefan geht hinten an den Motor. Und unser Eins drückt mal eben schnell das Korbel ans Pinto. Ja. Okay. Wenn er anspringt, nicht wieder deine Vollgasvergewaltigung. Ich mach alles, was geht. Ja, wer kennt's nicht, ne? So ein Bus-Cabrio. Aber es hat ein bisschen was, ne? Ich glaube, in irgendeinem Video habe ich ja schon gesagt, man müsste eigentlich jetzt Plexiglas drüber machen. Wisst ihr, wie unfassbar geil das wäre, wenn es schneit und man in dem Bus drin sitzt? Man müsste alle Sitze entfernen, ne? Also ich würde da eine Eckcouch hinten reinbauen. Vorne Fernseher, ne? An den Seiten halt Schränke, einen Teppich unten rein platzieren und dann wirklich so Plexiglas drüber. Da könnte man so einen geilen fahrenden Wintergarten machen, das sieht so geil aus. So geil! Raus. Ja. Unser Startprozedere machen. Nick, da setzt sich da rein, gibt Gas, Stefan geht hinten an den Motor und unser Eins drückt mal eben schnell das Korbel an. So geil! Ja. Okay. Wenn er anspringt, nicht wieder deine Vollgasvergewaltigung. Ich kann machen alles, was geht. Nein. Läuft doch! Nein. Erstmal wollen wir jetzt ein paar Strecken abfahren, die ihr eigentlich schon kennen müsst. Mal ein bisschen Familienausflug machen mit dem Bus. Danach können wir rund über die Rampe, oder? Ja, warum das Ding hier so aussieht, wie es aussieht, könnt ihr nochmal oben jetzt Müsst ihr euch angucken. Was dieser Bus bis dato schon alles mitmachen durfte und ist muss. Verlinkt. Ich wollte gerade schon sagen, ist nicht verlinkt, aber ist verlinkt. Das ist natürlich alles fast so auf euren Mist gewachsen. Aber egal. Wir machen es gerne. Alles gut? Es arbeitet aber ganz gut hier, ey. Stefan, hast du das schon mal gesehen? Nee. Wir haben richtige seilige Verschiebung hier. Es hört sich eher so an, als da irgendwelche Leute hinter sind, die raus wollen. Und endlich wieder in die Freiheit wollen, ne? Also, ich bin mir nicht sicher, ob da das Holz arbeitet. Ich habe eher das Gefühl, dass dahinter Leute sind, ne? Also, ich würde es machen, so, ne? Boah! Schleift sich wohl frei, oder wie ist das? Wie illegale Deutsche. Boah! Also, für deutsche Staatsangehörige. Also eine Frage hätte ich gleich nochmal. Die zur DDR wieder zurück wollen. Ich muss hier, glaube ich, anhalten. Ich glaube, ich muss hier raus. Es geht eigentlich. Ja, klar. Es geht eigentlich. Boah, Alter! Alter! Ich komm mal raus, ich bin verknotet! Entschuldigung, haben wir noch eine Hinterachse oder so? Hier ist jemand rausgeflogen hier oben. Ach, dann kommt er viel, viel später. Oh, warte, die Kamera hat sich irgendwie voll verknotet. Alter! Ja, es ist ein Handschuhfach für meine Waffe gewesen. Ups. Ist er halt rausgeflogen, ne? Boah, Alter! Boah! Die Tür fällt gleich ab! Die Tür! Das Ding könnte man aber auch übelst gut für eine Zombie-Apokalypse. Und das wäre geil, wenn die jetzt mal so aufrüsten würden, das Auto. Mit Stacheldraht und sowas.
Oder für eine Corona-Apokalypse. Doch, der Luftball gibt hier Platz. Da ist irgendwie nicht mehr so viel Luft. Ist das jetzt ein Bier, ist das so eine Flügeltür oder ist das jetzt? Irgendwas ist da undicht, oder? Die Bremsen sind auch nicht mehr so. Eigentlich, also auf dem Luftsitz ist ja voll entspannt, weil du ja keinen. Ah, der Luftsitz halt, ne? Alter! Man achtet diese Höhe. Wenn man jetzt eine Linie spannt, würde ich mal behaupten, dass der Rahmen locker 3 cm so steht jetzt. Guck mal hier entlang, Alter. Oh ja. Ich würde sagen, da machen wir so einen ganz dezenten Bauch so, ne? Krass, ey. Ich glaube, der ist ein bisschen Hammer. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das sieht man gar nicht, aber doch. Alter, ey. Da war schon nicht schlecht. Der Schilder muss auf jeden Fall gut mal haben können. Jo, weg ist er. Was? Der Luftball hängt daneben. Ich glaube, der ist doch nur. Nee, die ganze Halterung, so wie auf der anderen Seite. Da leider, der hat die Luftfederung vorne. Wer macht jetzt? Ja, eigentlich ist es nur ein Gummibalk, der oben und unten auf einer Halterung sitzt. Und da ist jetzt die untere Halterung ist weggerissen. Wegen wahrscheinlich vom Rosten. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wieso. Paukel. Daran soll es jetzt nicht mehr scheitern. Was heißt das denn jetzt? Dass wir vorne, doch hinten ist er noch, vorne auf jeden Fall keine Federung mehr haben. Aber schade. Aua! Junge! Seid ihr denn jetzt so? Wie viel härter geworden hier? Ist das KW-Variante 3 die tiefste oder was ist das? Weißt du, ich überlege gerade so die ganze Zeit so, ich stehe früh auf, gehe so auf Arbeit, denk mir so, ja gut, ne, es ist halt, muss irgendwie, ne, irgendwie muss man ja Geld verdienen, so. Und die gehen früh auf Arbeit, machen Bus kaputt, haben übelst Spaß, freuen sich und denkt man sich so manchmal, irgendwas ist so ganz. Stellt mir das einfach mal gerade so vor. Stellt euch mal vor, die Jungs sind neben eurer Arbeit, ne? Ihr habt so einen übelst beschissenen Job und dann guckt ihr immer so aus dem Fenster, so zwei Jungs, die so, ja, am Bus so rumbasteln, ne, das ganze Gehäuse oben abmachen, haben übelst Spaß und ihr sitzt da so mit Kunden, also mit Menschen allgemein, ne? Habt eigentlich gar keinen Bock auf die Leute. Wollte eigentlich nur schlafen. Und die so. Leck mich, Herr Busfahrer, die Tür schließt so komisch. Aua! 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 Hier liegt wirklich irgendwas. Der ist der Ralf, wahrscheinlich. Der Ralf, Ralf. Alter! Voll die Killertür, ey. Es kommt eine Störung vor. Ganz schön. Es spukt hier. Und Fehlerspeicher auslesen. Ich glaube, er muss fahren, Sie müssen Ihr Gewindefahrwerk etwas höher drehen. Low is life. Oi! 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 War das extra oder was? Gefällt euch meine Fahrweise nicht? Kommt bei mir Suspekt, diese Fahrweise. Hey, das ist so geil. Ich stell mir gerade einfach so vor, ne? So mein Job und den Job. Hey, ihr müsst von allen Seiten erschlagen hier. Und das ohne Federung, ne? Vorne. Na okay, das ging ja noch. Sitz kaputt? Ja. Warum? Ich fahr mal hin. Mann. Luftsitze sind teuer. Ja, so geht's wieder. Ja, komm, noch mal mehr Schwung, oder? Ja, ne? Was hattest du drauf? Der Tacho geht ja nicht. Ach so. Ja. Nach Popometer. Das ist übrigens, ne? Wenn euch mal die Polizei anhält, ja, sie sind 100 gefahren, ne? Sagen sie, nee, stimmt nie. Auf meinem Tacho steht gerade 0. Stimmt nicht. Bin ich nie. Ne? Oder ihr sagt einfach zum Polizisten so, nee, kann ich nie genau definieren, weil mein Tacho nie geht. Ich muss das immer einschätzen. Warten Sie mal. Nee, ich bin nie 100 gefahren. Das waren 99. Das waren keine 100. Nee.
Aber was macht denn ihr dann ohne Scheiße? Tacho ist kaputt, ne? So, und auch hinter euch so Autobahnpolizei, die messen gerade die Geschwindigkeit. Ich weiß ja nicht, ob ihr so ein Gefühl dafür habt, so, ne? So, von wegen, oh ja, ich fahr 50, so, ja, könnten aber auch 100 sein. Es ging eigentlich, nur dass er sitzt ein bisschen. Wollen Sie mitfahren, liebe Fahrgäste? Nee. Nein. Der Express geht sorry. Weiter. Ein Ofen ist an. Oi. Spontan. Die Tür ist so geil. Jawohl. Ah, der hält ganz schön was aus, ne? Muss ich echt sagen. Ich dachte, der gibt viel, viel früher auf. Die Wand! Warum machst du die Wand ab? Welche Wand? Welche Wand? Dass wir da nicht drin warum waren. Machst du die ab? Warum machst du da? Warte, wir hinten schon mal am Abheben oder so. Wie soll man auf dem Schrott hier? Obwohl, man könnte ja natürlich jetzt auch den Bus nehmen und eine Lenkerachse in der Mitte reinbauen, ne? Hätte auch was. Hätte natürlich ein bisschen Arbeit, kostet natürlich ein bisschen Geld, ne? Aber wenn man den Bus in der Mitte halbiert und dann eine Lenkerachse mit reinbaut, wäre auch witzig irgendwie, ne? Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich bin ja immer noch der Meinung, den Bus sollte man nicht kaputt machen. Ich würde da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kann man den Bus ja auch zum Wohnmobil machen oder sowas. Ich hätte so viele Ideen. Ist es auch. Wenn ich dann irgendwann mal eine Frau habe, dann sage ich, hier, pass auf, du nimmst das Ding da unten, das ist deine neue Wohnung, hier kommst du nie rein. Nur zum Sachen machen. Ne? Den Schlüssel wiederholen. Dann ist ein 15er rausgefahren. Haben wir die Bauern alle gefragt, ob wir hier fahren dürfen? Nee, die Bauern fragen uns, ob wir da mal drauf fahren möchten. Ist ja wohl logisch, oder? Gibt's die Leine eigentlich bald in so einem Tüchshop? Ja. Was ist für eine Leine? Rüden. Ne, Luna? So heißt der Rüde Luna. Oh! Hey, das war doch ein Abschleppseil, oder? Hallo? Ja! Ich liege auf! Oh yeah! Wir haben kein Radi hier! Ich glaube, da müssen wir den anderen Bus für nehmen. Radi, hinten. Ja, der ist nicht hier, der Radi. Ach, ich komme mal, ihr seid der Gang. Nee, Radi schafft das nicht. Der liegt vorne, hinten, überall auf. Oh. Ich dachte, ich komme mit Schwung durch. Aber zu wenig. Ja. Naja, lass mal entstehen in den nächsten. Klaut, wo jawoll, geschafft. Wunderbar. Das hört sich wirklich so ein bisschen an wie ein Helikopter, ne? Vielleicht können die Leute ja in die Kommentare schreiben, was man dazu in Bewegung setzen muss, dann der Bus mal abhebt. Der geht ja schon über 13 Tonnen. Turbinen dran bauen. Hallo. Was ist ein Scheiß von der Decke? Also ja, haben mir wirklich viele geschrieben, Lachgas, dass wir da einen kurzen Bus vormachen. Einspritzung. Die Idee hatten wir selber auch schon. Aber ganz ehrlich, diese Arbeit ist einfach mal viel zu viel für das, was wir danach machen. Einfach wieder kaputt fahren. Weil ihr müsst euch vorstellen, hinten ist der Motor, hier vorne sind alle Instrumente, keine Ahnung was, ist ja eigentlich nicht mal so schlimm, aber Gas, dann da geht Sonnenbündel, Druckluftleitung nach hinten,
Dann müssten wir ja theoretisch alles wieder anflicken und nee, it's too much work. Ja gut, das stimmt, ja. Quälst du dich? Ja, aber ich glaube, für das Video hat der Bus es auf jeden Fall schon mal geschafft. Gucken, was wir da noch so mitmachen, ne? Bester Top-Kommentar, eine asphaltierte Strecke, ja, mit einer 40 Meter hohen Rampe. Boah, Alter. Bei 120 km/h Anlauf. Ja. Da würde ich aber nie reingehen. 10 Kilometer ungefähr, bis wir auf das gewünschte Ergebnis gekommen sind. Ja, das war nicht toll. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, was wir noch alles Tolles damit anstellen können und sollen. Ja, bleibt gesund. Schaut bei Instagram und Facebook vorbei. Da posten wir auch nochmal die ein oder anderen Sachen. Wie gesagt, Shop, schaut vorbei. Und bis dahin, wir sehen uns. Ciao. Ja, schade mit dem Bus. Bis mein Start. Ich drehe den Pellen. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir die Busse irgendwie hinten hinkriegen? Ne, ich weiß ja nie, wie oft die jetzt noch Busse bekommen werden und sowas. Sie haben ja hier auch mit einem anderen Bus den Omnibus hier abgeschleppt. Ich würde irgendwie so Pimp My Bus, ne? Ich würde halt so den Bus übelst pimpen oder einfach wirklich just for fun da draus so ein wie bei World War Z bei dem Film oder beim Spiel zum Beispiel auch. World War Z war das gar nicht. Also bei dem Spiel, aber nicht beim Film, glaube ich. Bei welchem Zombie-Film war das? 24 Stunden Hours? Of the Dead oder wie der heißt? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Komm gerade nicht drauf. Da gibt es zumindest eine Szene mit so einem Bus. Mit so einem Survival-Bus. Gibt es zum Beispiel auch bei South Park. Die Nacht der Obdachlosen, glaube ich, ist die Folge. Oder man macht daraus wirklich so einen Wohnwagen, obwohl jetzt, wie schon gesagt, bei dem Bus jetzt einfach schon die Arbeit wäre, weiß nicht, die wäre nicht mehr so sinnvoll. Das Einzige, was man wirklich machen könnte, wäre, wenn man einen extrem großen Garten hat, dass man die Achsen abbaut, die Reifen wegbaut und dann wirklich nur das Gehäuse nimmt und vielleicht den Motor noch dran drin lässt, dass man eine Heizung verbauen kann, die halt mit der Batterie dann halt betrieben wird. Und dass man dann wirklich so sagt, dass man daraus vielleicht so ein Wintergarten oder so ein... Ich hätte ein paar Ideen. Schreibt mal in die Kommentare. Würde mich mal ohne Scheiß interessieren, was ihr mit dem Bus machen würdet. Würdet ihr den Bus mit einer Atombombe kaputt machen? Oder mit einer 40 Meter hohen Rampe? Oder würdet ihr sagen, Könnte ja irgendwas anderes mitmachen. Ja, und wir sehen uns definitiv dativ akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!